Moin Moin, ihr Süßen, da sind wir wieder. Ja, wir sind hier nach dem schmerzlichen Verlust unserer Dex Might weitergefahren und haben uns ein neues Eiland gesucht und haben eines gefunden. Ihr seht dieses unfassbar gigantische Teil, das wir jetzt innerhalb der nächsten 2 Minuten erkunden werden. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich weiterfahren. Mal vermuten. Und bei mir ist selbstverständlich der Matrose. Mein Decksjunge. krass wäre jetzt, wenn ich noch einen katholischen Priester spielen würde. Nein. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal. Warte. Trinken. 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 Was essen? Also ich freue mich richtig hart auf The Forest Soil. Ich mich auch. Alter, das wird so cool. Oh, was ich mich noch mehr freue, ist hier Terraria Update endlich mal. Da wird man dann erst das werden wir ganz bestimmt auch noch spielen, mein Guter. Was ist? Ich sag, das werden wir ganz bestimmt auch noch spielen. Oh Mann. Aber ja, momentan fehlt mir die Zeit dafür. Also ich fand's nicht schlecht, obwohl du bist wahrscheinlich eher der Abenteurer, ich mach und tu. Und ich bin eher so der, ich bastel mir erstmal eine Festung. Ist kannst halt dich so. Um die Inneneinrichtung oder so kümmern. Ja. Bin dann die Hausfrau. Aber deine Hilfe bei Kämpfen werde ich wahrscheinlich trotzdem brauchen. Ich habe auch gar nicht gesagt, aber ich habe halt einfach mehr Spaß an basteln und machen und tun, als an die ganze Zeit nur hinten losrennen und Bosse killen. So, ich bin soweit ausgestattet. Ja. Von mir aus? Ich bin auch bereit. Geronimo! Das ist ein Speer. So, was ist da? Ja. 1000 Beeren sind hier. Melonen und Beeren und Sträucher und Büsche und oh geil. Oh toll. Ah, ein feindlicher Baum. Ich werde ihn töten. Ja, ich habe einen feindlichen Baum getötet. Das nicht, ich weiß. Irgendwie eine Enttäuschung. Ja. Nein, gar nicht. Ist voll supi. Okay, diese Insel ist so, ja. Komisch. Ja, nicht so spannend. Also, ich denke, wir werden ein bisschen tauchen müssen, um irgendwas zu finden, was uns auch nur im Ansatz interessieren könnte. Ja. Ich würde sagen, Ressourcen einfach plündern und weiter. Jo. Ja. Irgendwas anderes gibt's ja auch nicht. Was willst du machen? Hier fliegt noch rum Mangosamen, oh, wo bist du? Die Unterwasserwelt sieht eigentlich richtig nice aus. Ja, aber so weit sind wir noch gar nicht. Du solltest bei mir hier oben, wir hatten uns abgesprochen, du solltest bei mir hier oben sein und unterwürfig den Bückling machen. Komm, nee, da, ich sehe dich gerade, ich bin links von dir. Magst du mal kurz herkommen? Hier liegen noch irgendwie Kisten rum. Wo ist links von mir? hier, links. Hier liegt noch irgendwie Mangosamen und da muss noch irgendwo eine Kiste liegen, hier in dem Gewusel. Hier. Oh, da ist noch. Und hier den Baum kannst du auch noch fällen. Ich habe keine Axt. Ja, warte, dann bleib da doch einfach mal stehen. Ich bin immer weg. Nein! Falls was daneben fällt, kannst du das ja aufnehmen. Ne, kannst du nicht. Okay. Ich bin daneben gefallen. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal zum Schiff zurück, weil überladen. Hui! Kommt er geflogen aus dem Boot heraus? So, Mangoscham. Ich denke mal, ich werde mir eine Axt machen. Wenn er hier Dings. Hier. Forthaken. Ja, oh, shit, ey. Er hat schon wieder ein Stück rausgebissen. Pass doch mal auf, Mann. Was sind wir denn hier? Wie soll ich aufpassen, wenn wir gerade auf Erkundung sind? Ja, ich war doch auch auf Erkundung und ich habe es trotzdem gebacken gekriegt, verdammte Axt. Und wieso passt dann das Floß selber nicht auf? Hä?
Dass ich das bloß halt wehren Oh, ich hab Palmenblätter mitgenommen anstatt Plastik, das ist ja auch schlau. So, eine Axt werde ich glaube ich auch mal machen. So, was haben wir? Lasse er mich an die Kiste ran. Ja. Und jetzt gerade? Doch, da. Ah, ich habe gar keinen Tauchhelm mehr. Gar kein. Ja. Erstmal Kugelfischkopf wieder anziehen. Was? Ich bin ein Kugelfisch. Ja, genau. Der Kugelfisch. Ha! Ich habe schon voll lange überlebt hier. Ha! Genau. Oh, das ist möglich. Hau mal rein. Ich will Okay. einfach Nesten machen. Alles klar, Mr. Kugelfisch. Kein Problem. So, ne? Das ist Obst. Das kommt hier mit rein. So, warum ich die jetzt nicht da? Haiköder haben wir auf jeden Fall. Ja, aber jetzt ist gerade mega krasse See. Also ich habe es. Oh, nichts Und anderes. es ist Ah. dunkel. Also wir sollten auf jeden Fall bis zum Tag warten. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich ausnahmsweise mal wieder hinlegen. Okay. Gute Nacht. Atschibü. Ui, und wir wachen auf und es ist immer noch dunkel. Geil. Nicht sogar dunkler. Nee, da geht die Sonne gerade auf. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Oh. Wir haben aber irgendwie immer noch nicht erfahren, wie man diese Kerzendinger hier anmacht. Herzendinger? Die auf unserem Tisch hier. Diese Kerzenständer da. So, nö, ich glaube, das ist auch kein Item, mit dem man in der Form interagieren kann. Meinst du? Ich finde, mehr Deko hätte mal sein können, ne? Wenn man schon so Ablagen und hast du nicht gesehen, dann hätte Ja. man eigentlich mal ein bisschen mehr Deko. So, es ist hell. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt ohne Köder versuchen wollen. Also ich habe einen Köder. Ja, aber die Frage ist halt, ob man das mal einfach ohne Köder versuchen will. Ja, lass uns einfach ohne versuchen. Jetzt habe ich gerade hier wieder links abgegrast. Aber wenn wir es ohne Köder versuchen, ist es ja irrelevant, ob wir beide drin sind oder nur einer. Also kannst du von mir aus schon mal loslegen. Ich lade hier eben nochmal den Scheiß ab. Ja, okay. Und dann gehe ich auch Ui. rein. Hirsen. Reine Riffe sehen cool aus. Was hatte ich noch? Plastik? Ja. Okay. Ah, hier sind ganz In viele welche Richtung bist du Zwischen geschwommen? Links Reihen oder und rechts? Kerzen. Wo bist du hin? Links oder rechts? Ich habe keine Ahnung. Ich bin irgendwo. Ich bin irgendwo im Wasser. Ah, du bist rechts geschwommen. Gut, dann gehe ich links. Nein, wir können beides gleichzeitig machen. Nein, können wir nicht. Wäre schneller. Weil hier drüben ist gar nichts. Einfach nur kahle Wand. Nichts. Gar nichts. Keine Pflanzen, keine nichts. Ich kenne nichts. Hier ist echt nichts auf der anderen Seite. Links rumgeschwommen an den Felsenwänden, hier ist nichts. Oh, ich verrecke gerade, das ist nicht gut. Felsen. Warum? Wenn ich sehr Was ist tief denn los? runter bin, ist echt nichts, gar nichts. Oh, hier ist noch mehr Erz. Ah, ist wieder was. Also die Seite, zu der du geschwommen bist, ist echt die einzige, bei der überhaupt irgendwas. Oh, da ist der Hai. Ah! Ja, ich wollte gerade sagen, habe ich gerade gesehen. Oh, da ist der Hai. Und oh, der ist ziemlich flott unterwegs. Es liegt daran, dass er dich gerade angekaut hat. So, ich würde mal Okay. sagen, ich schmeiß jetzt den Haiköder. Ach Quatsch, da ist nichts. Da Da ist weiß der nichts jetzt mehr. kommen. Brauchst du nichts. Nein, Verschwendung. ich meine hier bei meinen Korallenriff hier da. Nein, das lohnt nicht. Hier ist Ja, da nichts. sind Das einige ist für Erze. das bisschen da müssen wir doch keinen Haiköder verschwenden. Hier ist nichts. Die ganze andere Seite Ja, ist hier waren komplett viele leer. Fische. Ah, hei, 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 hei.
Willst du genau da, er weiß genau dazu, wo ich gerade draufstehe. Ja. Was trinken. So. Wollen wir mal runterspringen. Schwarze Blume, schwarze Blume, weiße Blume. Natürlich kommt er direkt zu mir. Und eine Ananas habe ich gefunden. Toll. Diese Gegend sieht so toll aus. Ich will die erkunden. Die Tische für mehrere Haiköder haben wir genügend. Ja, dann schmeiß halt einen Köder rein. Okay. Ein Köter. Hui. Da kannst du dich auch mal angucken, damit die Zuschauer es mal ansehen. Ja, ja, ja. Ah, da ist er. Und so. Und runter. Also zwischen den Klippen findet man manchmal hier Erze auf jeden Fall. Ernsthaft? Was ist denn? Mein Haken ist weg. Was? Kaputt gegangen oder was? Ätzend, ne. Habe ich offensichtlich aus irgendeinem Grunde weggeworfen. Oh. Oh, ich hab ja Kupfer gesehen. Ein Füße viel Seetang. Ach, da ist nochmal Metall. Das ist nochmal Metall und Kupfer. Also gut, dass immerhin du was findest. Ich finde hier irgendwie gar nichts. Ich glaube, der Falsche nimmt auf oder so. Was soll das denn heißen, mein Gutster? Ja, ich bin der, der alles entdeckt. Ja, das liegt aber auch daran, ne? Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. Das liegt aber immer daran, dass andere immer im Hintergrund alles machen und tun und du eigentlich nur deshalb immer überall rumlaufen kannst, weil andere im Hintergrund alles tun. Meinst du? Ja, doch. Oh, der Hai ist hinter mir her. Oh. Oh, hallo, hi, wie geht's Ihnen? Oh, schätze ich, er trinkt. Oh, der Hai kommt. Hi, 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 hi. Au. So, Schrott. Ich glaube, ich bin gleich tot. Geil, ich habe zwei Schrott gefunden. Noch ein bisschen und ich bin tot. Er kommt zu mir, er kommt zu mir. Oh mein Gott, ein mini kleines Pfützelchen hab ich überlebt. Schön, das dass du überlebt hast. Ja. Ich habe 12 Metallerz und 7 Kupfererz gefunden. Ja, das ist doch schön. Irgendjemand musste ja auf die andere Seite der Insel schwimmen und feststellen, dass da überhaupt nichts ist. Ja. Oh, sie Algen. Muschel. Da. Ja, ich brauche wieder Holz. Nachfüllen, Planten platzieren, überall. So. Ups. So, wieder was essen. Ich denke mal, ich baue mir auch eine Angel. Brauchst du doch nicht. Was? Ja, ich angel doch. Mit dir angeln. Ja, oh toll, dann reden wir über alte Zeiten. Nicht, dass ich doppelt, so alt bin wie du. Und meine alten Zeiten sind irgendwie die von deinem Großvater. Aber naja, gut. Ich höre den Hai. Schon wieder. Hi.
So funktioniert das nicht, Hai. Da kann ich einfach hinter diesen Teil einfach abbeißen. Guck dir das mal an. Roher Lachs, ja. Ja, das haben wir doch aber häufiger schon gehabt, dass er mittendrin abgebissen hat. Hat uns doch schon alle so eine Schmelze gekostet, weil er die weggebissen hat. Schmelze sind doch alle da. Ja, jetzt, aber ganz am Anfang hat uns das, glaube ich, eine Schmelze oder irgendwas hat er weggebissen, weil er das Ding da. Ups. Oh, ich brauche Viagra, meine Angel ist direkt vor mir ins Wasser gefallen. Verdammt. Man sollte hier so ein richtig krasse, fette Musik einspielen, so, damit das Angeln total spannend wird und so. Ja. Ja. Ich glaube, wir brauchen bald hier eine eigene Kiste für Federn und Muscheln. Für Federn und Muscheln? Ja. Okay. Diese Möwe hat schon wieder alle Pflanzen einfach geerntet. Einfach weggefressen, das blöde Miststück. So, Pflanzen wässern. Ja, streng genommen. Mehr brauchen wir hier eigentlich nicht, ne? Wässern und wässern. Nee, was brauchen wir nicht? Planten platzieren. Oh, hab keine Planten. So, dann treiben wir jetzt wieder in die richtige Richtung, würde ich mal meinen. Und wo war jetzt der Sendemast? Müssen wir ja vielleicht einfach mal in die Richtung fahren, oder? Moment mal. Diese Insel, die wir gerade haben, ist nicht die Insel, die wir eigentlich hätten finden sollen. Guck ich sie mal selbst an. Komm mal hoch, Captain. Ich muss den Status überprüfen. Ja, ich guck mal. Ja, bitte? Ich fahre nämlich anscheinend immer noch drauf zu. Das blaue ist hier die Radiostation und das andere ist die andere Insel. 24, 23, 22, 21. Ja, gut, okay, dann fahren wir halt weiter. Aber dann musst du die Maschine auch wieder ausmachen, ne? Ja. Nicht, dass die Batterie hier hops geht. Das wollen wir ja nicht. Ja. Ah, diese Möwe hier. Möwe. You need to die. Metallwaren sind wieder fertig. Alles schmelzen, was wir haben. Oh Mann. So, nebenbei auch noch Bäume fällen. Bewegen wir uns überhaupt? Bisschen. Nicht wirklich, ne? Manchmal wird zu stark gegen den Strom fahren oder so. Warte mal. Mach ich ein bisschen so. Naja, doch, also wir bewegen uns schon auf die Insel zu. Ein bisschen. Ja, alles gut. Weiter beim Fällen.
Jetzt mangelt es uns gerade so ein bisschen an Holz. Wir hatten eben gerade. Scheiße, das ist ja jetzt schon wieder. Eben gerade hatten wir Material im Überfluss, jetzt mangelt es uns gerade wieder. Das wird auch oft passieren. Federn, wo haben wir die denn eigentlich? Federn sind da drüben. Bei der Möwe. Ach, die Möwe hat auch selbst Federn. Nur das wollte ich wissen. Wo kriegt man hier eigentlich Federn? Ach, die Möwe. Ach, die Möwe weg, kriegst du Federn. Was? So, wie passiert das eigentlich? Ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Da so. Und hier haben wir. Du hast den Metallspeer weggeworfen. Oh, ernsthaft? Hier. Bumm. Ich hab keine Ahnung. Guck mal, vielleicht irgendwann mal in den Einstellungen. Vielleicht hast du irgendwie eine Taste falsch belegt oder so. Böhmisch. Oder du kommst aus Versehen hier auf Q, falls du A oder B drückst. Wirklich. Oder versuchst hier. Das kann alles möglich sein. Da es ja auf Q ist. Ja, wir kommen auf jeden Fall irgendwie voran und sind hier so unserer Dinge, aber so richtig verstanden, wie dieses Ding da oben funktioniert, haben wir immer noch nicht, glaube ich. Aber das Spiel befriedigt auf jeden Fall meinen Bauherrentrieb. Mhm. Ich habe schon große Pläne. Nice. Aber momentan fehlt uns das Material. Momentan fehlt uns das Material. Ich werde auf jeden Fall hier hinten weiter ausbauen. Wollen. Und dort einen riesigen Geschützturm bauen. Reichweite 3 Kilometer. Wenn dann die Haie und alle anderen. Genau, alles wegbomben. Einfach nur. Ist doch so ein Spiel, ne? Oder? Du? Du? Ja. Ja, auf jeden Fall. Idiot. Wir haben schon fast 3 Stacks von Eisen. Ey. Oh, da hinten sehe ich die Insel. Das. Dieses eine Ding. Oh, Kackmöbel. Dieses eine Ding, das sieht irgendwie aus wie ein Drache. Guck dir mal diese Blätterreihenfolge wieder. Bei Flügel, in der Mitte könnt ihr Kopf sein. Ja. Ah, vielleicht ist es ja auch einer. Oh mein Gott! Wer beobachtet uns? Aber das, was da oben fliegt, wird wohl keine Möwe sein. Oder? Also ich würde vermuten, das wird wohl eher der allseits beliebte Wächtervogel sein. Also beliebt ist auf jeden Fall eine andere Sache. Aber diese Insel sieht auf jeden Fall ganz anders aus, denke ich. Vielleicht finden wir endlich mal einen Bären. Einen Bären? Ja. Oder wenigstens Rezepte für die andere Sache, die es neu hinzufügt. Ich wollte gerade sagen, Rezepte würde ich schon cooler finden. Bär weiß ich jetzt gerade nicht so. Wenn wir schon drüber sprechen, würde ich mal sagen, sehe ich mal zu, dass ich mir noch ein paar Pfeile baue. Metallbarren und Planke, Alter. Hm.
Miep. Schon wieder ein Stück aus dem Boot gebissen, der Bastard. Wie kann er nur? Kann er es wagen? Wie kann da es wagen? So. Weitermachen. Ah, wir sind gleich da. Gut. Sehr gut. So, ich habe mich mal erdreistet, ein paar Feinde zu bauen. Und ich habe. Wie ging das noch mit Aufteilen? Shift oder was? Ich habe keine Ahnung. Steuerung? Ne. Das ging doch irgendwie. Du bist 30 Pfeile, aber ich habe eigentlich für dich mitgebaut. Ja, du ziehst alle einzeln raus. Vielleicht Rechtsklick? Ups. Und Anker. Was denn jetzt schon wieder? Oh, jetzt habe ich Hunger. Oh, Alter. So, wir sind da. Warte, da. Oh, nice. Geil. Geiler Meiler. Wie viele hast du? Also ich habe jetzt 17. Und du hast 15. Okay, ich habe gerade 31. Ja gut, okay, das ist ja so, du bist ja sowieso der bessere Bogenschütze. Jetzt will ich auf. Das brauchen wir noch. Ja, ich gebe die 4. Ich nehme die 7. Hier. Ach. Legen die. Lass. Wir beide 40, 24. Der Meistermathematiker. Mein Bogen wird wahrscheinlich gar keine 24 Pfeile aushalten, insofern. Also meiner ist halb Durability. Also sind das zwei? Nee, okay, das sind aus dem Möbel. Ja, hier ist straight drauf, oder? Weiß nicht. Wie weit sind wir denn eigentlich schon im Stream? Ich bin ja hier in der Aufnahme. Oh, 27, ja stimmt. Nee, dann sollen wir uns das vielleicht einfach für die nächste Folge aufheben. Ja. Ja, dann ist die Folge ein bisschen kürzer, weil wegen Tobi. Nee, gut, alles klar. Den Kollegen werden wir uns dann einfach in der nächsten Folge vornehmen. Oder er sich uns oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. So wird das auch sehen, oder? Ja. Dann, ihr Süßen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Er kommt! Schlafen. Er kommt! Er greift uns an, die Sau. Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!